hast mir nichts als Pech gebracht. Hast mich nur belogen. Du hast mich lächerlich gemacht. Mein Konto überzogen. Du nervst noch mehr als Yoko Ono. Du gehst mir tierisch auf den Sack. Du haust mich ab aus meiner Wohnung. Und du hast einen beschissenen Musikgeschmack. Was ist das mit Tätowierung? Wo kommt die denn her?
steht Eigentum von Johnny, eingerahmt von einem Herz. Und Johnny, das ist wohl wer. Jetzt weiß ich, du hast recht, die Welt ist schlecht. Die Welt ist schlecht. Johnny Frühstück gemacht, frischer Saft und weich gekochte Eier. Sowas hast du zu unserer Zeit doch nie zustande gebracht, nicht mal zu meiner Geburtstagsfeier. Weil der Gedanke an dich mich wieder traurig werden lässt, nimmt Johnny mich in seinen starken Arm. Da überkommt mich ein überwältigendes Gefühl und mein Herz wird wohlig warm. Zwar ist die Welt oft schlecht, doch auch gerecht. Doch auch gerecht. Du hast mir nichts als Pech gebracht, hast mich nur belogen, du hast mich auch der Lächerlichkeit ausgesetzt und mein Konto überzogen, vollgemacht von meinen Eltern, war dieses Konto eine Welt für sich, eine Welt, die mich ernährte, in dem Kosmos meines eigenen Daseins. Du gehst nicht weg aus meiner Wohnung. Und die Wohnung, die gehört doch mir. Darum ist ja meine Wohnung. Und meine Wohnung ist nicht mehr deine Wohnung. Auch wenn du jetzt noch hier bist. Du bist nur eine Holographie. Hab ich beschlossen. In meinem Wahrnehmungssystem wirst du in Zelluloid gegossen. Ein schlechter Mensch, das bist du. Du bist nicht okay. Du bist bestimmt nicht so toll wie Yoko Ono, die Frau, die kreativer war als der Indische Ozean und Moses zusammen, damals, als sie gemeinsam am Telefon Äpfel zersägt haben, die